willkommen zu deinem ersten Pilates-Workout. Ich bin Lena und ich bin Mitgründerin von Lenas Health Lab. Du wolltest schon immer mal ein Pilates-Workout machen, wusstest aber nicht so ganz, wie du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin zertifizierte Pilates-Lehrerin und habe schon tausende Menschen angeleitet. Wir haben gleich ein 15-minütiges Workout vor uns, das perfekt für dich als Pilates-Neuling geeignet ist. Wenn du dir aber nicht sicher bist, ob Pilates für dich das Richtige ist, bitte, bitte besprich das mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Aber keine Sorge, ich leite alles an, gehe mit dir durch jede Übung und mache auch alles mit. Wenn du aber erst einmal erfahren möchtest, was Pilates ist und was der Unterschied zu Yoga ist, dann kann ich dir das Video hier wärmstens empfehlen. Da erkläre ich nämlich, was es mit Pilates auf sich hat und was überhaupt das Powerhouse ist. Wenn du soweit bist, dann zieh dir bequeme Kleidung an und schnapp dir deine Sportmatte. Wenn du keine Sportmatte hast, dann kannst du auch gerne auf deinem Teppich mitmachen. Auf geht's! Wir fangen in Rückenlage an. Leg dich einfach mal hin. Du kannst die Beine ruhig anwinkeln, du legst den Kopf ab. Du darfst die Augen auch mal kurz schließen, wenn du magst. Und dann legst du deine Hände auf deine Bauchdecke, also auf den Bauch. Die Fingerspitzen zeigen zueinander. Und dann atme einfach mal ein und aus in den Bauch. Das heißt, wir atmen richtig schön tief. Einatmen und ausatmen. Versuch wirklich so tief zu atmen, dass sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Geh ruhig mit deinem eigenen Atemzug, also wenn du ein bisschen schneller atmest, vollkommen okay. Wenn du langsamer atmest, auch super. Aber spür, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und jetzt legen wir mal unsere Hände an den seitlichen Brustkorb. Die Fingerspitzen zeigen zueinander. Und du spürst deine Rippen. Und jetzt atme mal in den seitlichen Brustkorb. Das heißt, du atmest in deine Hände. Und ausatmen, du spürst, wie die Fingerspitzen zueinander gleiten. Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass deine Bauchdecke flach bleibt dabei. Das heißt, wir können gleich stabil bleiben von unserer Körpermitte. Denn im Pilates, da atmen wir in den seitlichen und in den hinteren Brustkorb. Spür einfach mal, wie du in deine Hände atmest und in den hinteren Brustkorb, also in die Matte rein. Und ausatmen durch den Mund. Fingerspitzen gleiten zueinander. Einatmen, atme in die Hände. Und aus. Mach noch einmal. Und wir bleiben bei der seitlichen Brustatmung jetzt während unserer 15 Minuten. Sehr gut. Und jetzt legen wir unsere Hände mal einfach neben uns ab, denn wir wollen jetzt lernen, wie wir unser Powerhouse aktivieren, also unsere Körpermitte. Und das schaffen wir, indem wir uns vorstellen, dass wir einen Reißverschluss haben, der von Steißbein, also hier zwischen unseren Pobacken, das ist ein Knochen, der Reißverschluss zieht von Steißbein bis zum Schambein, also unser knöcherner Part hier zwischen den Beinen. Und den schließen wir sanft. Und dann ziehen wir den Bauchnabel mal rein und hoch mit der Ausatmung. Also den Reißverschluss schließen von Steißbein zum Schambein und den Bauchnabel rein und hoch ziehen mit der Ausatmung. Und dann merkst du, dass dein Beckenboden sich leicht anspannt, deine Bauchdecke flach bleibt und wir unsere quergestreifte Bauchmuskulatur mit aktiviert haben. Einatmen. Durch die Nase, ausatmen, schließe den Reißverschluss und stell dir vor, du möchtest den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und nach oben. Das ist unser Powerhouse, so aktivieren wir unser Powerhouse. Wir probieren das noch zweimal.
einatmen und mit der Ausatmung den Reißverschluss sanft schließen und den Bauchnabel rein und hoch. Und ein letztes Mal einatmen und ausatmen. Und wir halten jetzt unser Powerhouse die ganze Zeit leicht aktiv. Lass die Hände da einfach liegen. Ich nehme sie einmal höher, damit du siehst, wie wir jetzt in die Beckenschaukel gehen. Kipp doch einfach mal dein Becken vor und zurück. Einfach mal mit dem Becken vor und zurück. Das heißt, wir drücken unseren Rücken auf den Boden und dann versuchen wir in ein extremes Hohlkreuz zu kommen. Ausatmen, Beckenboden, anspannen, Bauchnabel Richtung Matte drücken und einatmen, einfach wieder locker lassen. So können wir unsere ganze Wirbelsäule mobilisieren. Immer wieder ausatmen und immer wieder den unteren Rücken auf den Boden drücken. Super. Mach noch 3 Stück. Einatmen. Und ausatmen, ein letztes Mal. Und dann halten wir mit einer neutralen Wirbelsäule. Das heißt, unsere untere Hand kann hier einfach mal zwischen unteren Rücken und Matte durch. Und so halten wir. Und jetzt wollen wir in die Schulterbrücke kommen. Wir aktivieren wieder unser Powerhouse und wir drücken jetzt den unteren Rücken auf den Boden und mit der Ausatmung schieben wir kraftvoll unser Gesäß nach oben. Schieb dein Po oben, der Hals bleibt lang, die Hände bleiben auf dem Boden. Einatmen hier oben und ausatmen, roll dich wieder ab, Wirbel für Wirbel tief gehen. Stell dir vor, deine Wirbelsäule ist eine Perlenkette und die willst du einzeln ablegen, die Perlen. Wieder neutrale Wirbelsäule, einatmen, ausatmen, Beckenboden anspannen, Bauchnabel rein und hoch, also Powerhouse aktivieren, schieb dein Po nach oben. Und kraftvoll drückst du deine Füße in den Boden, dann merkst du vielleicht, dass wir die Beinrückseite und den Po kräftigen. Einatmen, halte hier oben und ausatmen, geh wieder tief. Solltest du dabei deinen unteren Rücken merken, dass irgendwelche Schmerzen dabei sind, dann komm nicht so hoch. Ausatmen, drück dich nach oben. Wir wollen gar nicht ins Hohlkreuz, sondern wir wollen die Beinrückseite und unseren Popo merken. Einatmen, halte und ausatmen, geh wieder tief. Die Füße bleiben auf dem Boden. Einatmen und ausatmen, roll dich auf. Schambein Richtung Nase ziehen, drück nach oben. Und einatmen, wir gehen wieder tief mit der Ausatmung. 2 Stück schaffen wir noch. Ausatmen, zieh nach oben. Einatmen, halte, beide Hüftknochen zeigen nach oben. Wir halten die Bauchdecke flach und ausatmen wieder tief. Sehr, sehr gut, ein letztes Mal. Einatmen, neutrale Wirbelsäule, ausatmen, drück den Rücken auf den Boden, schieb dich nach oben, Schambein Richtung Nase, Bauchdecke flach lassen. Einatmen und ausatmen, geh wieder tief. Sehr, sehr gut, super. Einmal die Beine auslockern. Das war unsere Schulterbrücke. Jetzt bringen wir die Finger ineinander, einmal ineinander und dann kommen die Hände an den Hinterkopf. Leg den Kopf in die Hände rein. Deine Ellenbogen öffnest du, aber sie sind nicht ganz auf dem Boden, sondern so 5 cm weg vom Boden. Okay? Halte hier. Und jetzt aktivieren wir wieder unser Powerhouse. Das heißt, wir ziehen den Reißverschluss wieder zu, von Steißbein zum Schambein. Ziehen den Bauchnabel rein und hoch. Und mit der nächsten Ausatmung wollen wir in einen Chestlift kommen. Das heißt, wir lösen den Kopf als auch den Schultergürtel vom Boden, schauen zum Bauchnabel. Und einatmen, gehen wieder tief. Wir kräftigen jetzt die gerade Bauchmuskulatur. Ausatmen, zieh nach oben. Und einatmen, wieder tief. Die Hände dürfen ruhig, die Arme dürfen ruhig mitarbeiten. Das heißt, dein Kopf liegt in den Händen. Zieh dich nach oben und geh wieder tief. Ausatmen, schau zum Bauchnabel. Und wenn du deinen Nacken hier merken solltest, dann mach entweder kurz mal Pause oder schau nochmal, dass deine Arme wirklich mitarbeiten und der Kopf ganz locker in den Händen liegt. Konzentrier dich auf die gerade Bauchmuskulatur. Ausatmen, zieh dich hoch, Chest Lift. Einatmen, zurück. Und vielleicht merkst du schon, dass dein Bauch so leicht anfängt zu zittern. Der muss nämlich jetzt gut arbeiten. 2 Stück schaffen wir noch, oder? Ausatmen, zieh dich hoch. Schau zum Bauchnabel.
Einatmen, geh zurück. Die Bauchdecke bleibt flach. Ein letztes Mal zieh dich hoch. Und lösen. Sehr, sehr gut. Wir drehen uns einmal um in Bauchlage. Einmal umdrehen. Du kannst einfach mal den Kopf auf deine Hände legen. Und dann ganz entspannt wollen wir auch hier unser Powerhouse aktivieren. Und dafür ziehen wir den Bauchnabel weg vom Boden und wir drücken unser Schambein ganz leicht tief. Mit der Ausatmung, also ausatmen, zieh den Bauchnabel weg vom Boden, drück dein Schambein leicht tief und dann einatmen, wieder etwas lockerer lassen. Du sollst nicht verkrampfen, du sollst immer so 30% deiner Maximalkraft nehmen. Lass die Füße einfach kurz liegen, ausatmen und einatmen durch die Nase. Konzentrier dich darauf, dein Powerhouse zu aktivieren, die Schultern wegzulassen von den Ohren. Durch die Nase ein- und ausatmen durch den Mund. Mach noch zwei Stück hier. Ausatmen. Die Beine sind einfach auf dem Boden. Ein letztes Mal. Und ausatmen. Super. Wir bleiben hier in Bauchlage. Und strecken die Arme jetzt einmal lang nach vorne. Dein Blick nach unten, aber wir ziehen unser Kinn leicht rein, sodass der Kopf nicht nach unten abhängt. Zieh den Bauchnabel rein, drück dein Schambein leicht tief und die nächste Übung, die wir machen, heißt Swimming. Und mit der nächsten Ausatmung möchte ich, dass du den rechten Arm hebst und dein linkes Bein nach oben. Einatmen, geh wieder tief. Ausatmen, linker Arm, rechtes Bein. Das heißt, wir wechseln. Wir ziehen hier in die Diagonale und wieder zurück. Dein Blick Richtung Boden. Ausatmen, Bauchnabel rein. Streck einen Arm lang nach oben und das entgegengesetzte Bein. Und wieder zurück. Pointe deinen Fuß. Das heißt, du streckst den dicken Zeh weg. Wir lassen die Beine lang gestreckt. Ausatmen. Und vielleicht spürst du schon, was du kräftigst. Wir kräftigen unseren Rücken. Als auch unsere Beinrückseite. Ausatmen hoch und ein zurück. Super. Langsam und kontrolliert. Ausatmen hochziehen. Blick nach unten, Kinn leicht reinziehen. Dicker Zeh weggestreckt. Stell dir vor, jemand zieht an deiner Hand und jemand zieht an deinem entgegengesetzten Fuß. Lang auseinander. Und zurück. Vier Stück noch. Und wieder tief. Gut. Blick nach unten, Kinn reinziehen. Drei mehr. Unser Powerhouse bleibt immer leicht aktiv. Zwei Stück noch. Und ein letztes Mal. Ausatmen, hochziehen. Absetzen. Nimm die Hände nochmal zusammen. Stell mal die Füße kurz auf. Und dann geh einfach mal kurz mit den Fersen von rechts nach links. So wie es für dich angenehm ist. Sehr, sehr gut. Eine Übung machen wir noch. Und zwar setzt du deine Hände neben deine Brust. Die Ellenbogen ziehst du Richtung Taille. Okay? Wir nennen die Übung kleiner Schwan. Du lässt die Füße erstmal auf dem Boden. Und wir aktivieren wieder das Powerhouse. Beckenboden anspannen. Also Reißverschluss schließen. Und den Bauchnabel wegziehen von der Matte. Stell dir vor, du gehst in kaltes Wasser. Da musst du den Bauchnabel auch reinziehen. Und mit der nächsten Ausatmung möchte ich, dass du ganz leicht den Oberkörper vom Boden löst. Dein Blick geht nach vorne und dann geh wieder nach unten weg. Und wenn du tief gehst, hebst du einmal die Beine hoch. Ausatmen, den Oberkörper, die Schultern wegdrücken von den Ohren. Und wenn du deinen unteren Rücken zu doll merkst, wenn du da irgendwie Probleme mit hast, mach die Bewegung nicht ganz so groß. Reiß dich nicht hier rein. Ausatmen. Und einatmen, wieder tief gehen und die Beine einmal heben. Auch hier kräftigen wir unsere Rückseite und mobilisieren die ganze Wirbelsäule. Den ganzen Rücken. Geh zurück und zieh die Beine hoch. Die Hände bleiben fest auf dem Boden. Du kannst die Finger spreizen, drück dich mit den Händen hoch, nimm den Blick mit. Und dann einmal die Beine. Sehr gut. Ausatmen, hochziehen. Und einatmen die Beine.
zwei Stück noch. Drück die Schultern tief. Und geh wieder zurück, die Brust immer wieder vom Boden. Und ein letztes Mal ausatmen. Und einatmen, die Beine. Sehr gut. Stell die Füße nochmal auf. Geh nochmal kurz von rechts nach links. Super gemacht. Und dann drück dich einmal zurück mit der nächsten Ausatmung in die Kindsposition. Also schieb dich nach hinten weg, auf die Fersen, streck dich hier einmal, streck den Rücken lang, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann krabbeln wir einmal mit den Händen zur einen Seite rüber und du hältst einfach, das nennt man auch Flankendehnung. Tief durchatmen. Und dann mit der nächsten Ausatmung geht zur anderen Seite. Auch hier kurz durchatmen. Und dann komm zur Mitte zurück und dann richte dich langsam wieder auf, kreis die Schultern nach hinten weg. Und dann würde ich sagen, Glückwunsch, du hast dein erstes Pilates-Workout hinter dich gebracht. So schön, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du uns hier einen Kommentar hinterlässt und uns berichtest, wie du dich jetzt nach dem Workout fühlst. Wenn dir das Video gefallen hat und du Lust hast auf mehr Videos zum Thema Gesundheit, dann abonnier doch einfach den AOK Gesundheitskanal, aktiviere die Glocke und dann bleibst du auf dem neuesten Stand.